Jo, und was geht? Herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge mit Sleeping Dogs. Schön, dass du wieder da bist und ich muss gerade mal gucken, wo ich hier genau rein muss. Muss ich hier rein? Also ich bin auf jeden Fall sehr sportlich heute wieder unterwegs mit meinem Wagen hier. Den habe ich einfach irgendwo auf der Straße aufgegabelt. Ich fand den geil, die Farbe war geil, also von daher passt das doch hier perfekt. So, hier müssen wir doch hin. Ja, so eine Hafenstadt haben wir hier. Perfekt. Die Mission heißt Lebendig begraben. Ich weiß nicht, ob jetzt wir diesen Yang und Li oder so, glaube ich, dass wir den jetzt zur Strecke bringen müssen, weil da wollte sich ja Wei Sheng wirklich persönlich drum kümmern. Bin ich gespannt drauf. Wer die letzte Folge verpasst hat, kann gerne mal reinschalten. Ich werde sie euch, glaube ich, hier oben auf das i verlinken. Klickt da einfach drauf, dann werdet ihr weitergeleitet zum Video. Und kommt gerne wieder zurück, denn sonst verpasst ihr keine weiteren Videos. Gerne auch abonnieren. So, weiter geht's. Wir starten rein in die Mission. You got a lot of nerve after that shit Pedro pulled at the funeral. What, he sent you to finish the job? Pedro doesn't know I'm here, right? I'm completely violating protocol. Look, I never wanted you for this job because of what Dog Eyes did to your sister and how you handle things in San Francisco. But you've done better than anyone could have expected. I can only imagine the pressure you must have been under. Don't get sappy on me now, Raymond. Wait, you crossed Pendrew. He's cut you off. This is your last chance to come in clean. What? But what's he gonna do? Arrest me? Call me a rogue cop? Look, I need you to be straight with me. Is he gonna blow my cover? Look, I don't know what he'll do. Not anymore. Wait, just come back with me now. You're a good man. We can fix this. Smooth it over with Pendrew. Jackie, not now. I'm busy. Mr. Shen, we have your friend, so listen very carefully. You'll receive our instructions. Follow them if you want him to live. Look, it's Jackie. I need to go. Wait! Wait! Na super. Genau das wollten wir wahrscheinlich nicht. Anonym. Kommen Sie zum Trockendock in Aberdeen. Allein und unbewaffnet. Alleine, ja, aber unbewaffnet, das weiß ich nicht. Da muss ich mir wahrscheinlich erstmal noch eine Waffe holen. Ja, ich glaube, lebendig begraben soll heißen, dass sie eventuell Jackie lebendig begraben wollen. Und jetzt lass mich in dem verdammten Auto rein. Ja, wie gesagt, gerne mal in die letzte Folge reingucken. Da war einiges los. Also wir haben ein Schlachtfeld hinterlassen. Wieder falsche Taste gedrückt. So, die warten schon alle auf mich. Ich hoffe, Jackie geht's gut. Hold it right there. Put him down, Neil Shoes. Try anything and your friend dies. Na, unbewaffnet? Wolltest du mir noch im Schwanz packen? Where's Jackie? Go ahead. The man is down there. Ah, darunter? Okay. Ich glaube, hier war ich auch schon mal. Ja, kann gut möglich sein. Da mussten wir, glaube ich, Kopf spielen in einer Folge. Oh fuck, hoffentlich geht Jackie gut. Frisch aus dem Knast draußen dann sowas. Da oben steht einer. Oh, Gesundheitsschrein. Where's Jackie? You're as dumb as you look. Yo. Oh nö, come on. Kill him. You know we're not letting you out of here. Kill him. Hey, kill him. Ah, da kommt noch mehr. Ach du Neune. Ach du grüne Neune. Weißt du, was ich mit dir jetzt mache? Ja, okay, nicht mit dir, aber vielleicht mit dir oder auch nicht. Ich will ein, wenn das... Oh fuck, der Dicke auch noch dabei. Shit. Ich habe gesehen, da ist so eine Kreissäge. Ich hoffe, ich kann da ein... Jawohl, hau rein, Dicky, bleib mal liegen. Ach shit, das hätte ich lieber nicht machen sollen. Der kriegt aber jetzt eine Trachtprügel von mir, aber richtig. So, hau rein.
Dich schnappe ich mir jetzt. Ja, eigentlich das so nicht. Ja, du kommst dann da rein, okay. Nehme ich auch so in Kauf. Ey, shit. Hätte ich mich doch wehren können. Ah, shit. Aua. Zack. Versicherungskasten, geht da auch was? Ach nee, schade leider nicht. Don't be afraid of this idiot. Come on, Kettensäge? Oder Kreissäge, geht das? Ne, geht leider nicht, schade. Batz. Hoffentlich bleibt er liegen und Genick ist gebrochen. Hau rein. So, bleib liegen. Die haben wir schon mal. Runde 2 beginnt. Horseface? Was ist denn das für ein Name? Also wir halten auf jeden Fall einiges an Leben aus. Das mache ich gerne. Stop! Stop! Where's Jackie? I don't know. I don't know what they did with him. What do you mean you don't know? I was just supposed to kill you. I don't know anything about the other guy. Who Mach knows? Es. Ich will es sehen. In case heaven falls, sir. How do I get to him? I don't know. I only talk to him by phone. You tell me, and I might let you live, you stupid fucker. I only talk to him on my phone. Here, take it. Schade. Schade. Ich hätte es sehr gerne gesehen. Zur Straße gehen, um ein besseres Signal zu haben. Schade. Schade, schade. Warum hat er den nicht einfach durch die Ketten, durch die Säge da geschmissen? Schade. Yo, stecken die auch noch meine Karre an. Was für dreckige Mistviecher. Ja, wollt ihr auch noch auf Schnauze? Orten Sie Ziehwalz. Wie soll ich das denn nochmal machen? Enter. Stecken die einfach mein Auto an. Na, da ist das beste Signal. Das gemeinsame Signal an einen Antennen finden und erdrücken zum Scannen. Who is this? I don't know anything about any plan. Horseface said if the job went bad, I should call you. Find out what to do with the body. Which body? I have a lot here for you. Aha. But I'm guessing you only can... I hope you're not afraid of ghosts. Ach, gar nicht so weit weg. Da können wir auch mal eben hinsprinten. I've come for you. Damn it! Yo, nee, ist klar. Da muss ich mir mal eben das hier schnappen. Ey, das tut mir leid, aber mit so einem Familienauto da rumkutschieren, geht ja gar nicht. Ja, das war's. Das war's. Ja. Bis der erstmal einsteigt. Er steigt doch. Ah ja, er steigt nicht mehr ein. Ziel verloren. Egal, machen wir noch mal. Aha. Er ist ausgestiegen, er hat einen Unfall gehabt. Den überfahre ich jetzt einfach. Dafür habe ich mein Auto. Perfekt. So, das Messer nehmen wir natürlich auch. Wir haben ihn auf Magazine Island vergraben. Oh, shit. Aber ganz schnell. All Salty Crab anrufen.
Ja, das Messer nehmen wir und hier einmal anrufen. Kontakte, Crap. This is Way. I need a boat and I need a gun. Can you meet me in Kennedy Town? And Salty, make it a big gun, okay? I don't want to fuck around. Genau, wir brauchen kein Spielzeug. Ja, guck ihn dir ruhig an. Guck ihn dir ruhig an, den miese Peter. Ja, pass auch schön auf. Geh mal schön rückwärts. Ich hab ein Messer in der Hand. Bleib auf Abstand. Machst du richtig so. Bleib weg von mir. Ich hab ein Messer in der Hand. Okay, auch wenn Jackie in Lebensgefahr ist, spiele ich hier noch rum mit den Leuten auf der Straße. Ja, moin. So. Wollen wir uns mal ganz schnell auf den Weg machen. Kanone ist im Boot. Vielen, vielen Dank, Kollege. Kuss. Nach Magazine Island fahren. Wo ist das denn? Boah, geile Kanone. Oh nö. Auf den Hinterhalt entkommen. Nein! Jetzt springt ja auch noch ab. Ich glaub's ja nicht. Ja, ich muss die, glaube ich, erst mal abknallen, alle. Na komm, lad schneller nach. Nach Magazine Island fahren. Oh, die Cops, die kümmern sich auch schon drum. Jackie, shit! Oh, fuck! Oh, fuck, man! You alive? You one more time? Fucking crazy! Fuck! Are you okay? Fuck, man! Oh, man! Calm down! I'm right here, brother. I was gonna fucking die down there, man. Oh! I was gonna die like an animal, man. Fucking like a dog or something. Come on, brother. You're okay. I got your back. Fuck! Fuck! How'd they get you? Man, it was big smile, man. Haben wir doch noch rausgekriegt. Da war ja auch noch gar nicht tief drin. Der war ja ziemlich nur oberflächlich eingesperrt in so einer Holzkiste. Ein Glück, dass er ihn noch nicht ganz reingehauen hat. So, what do you want to do now, Jackie? Election's tomorrow. We want to check out the building, make sure that Big Smiley isn't planning any surprises. But we got some time to kill. I don't know. I almost bought it today, man. For real. I think I'm just gonna go. Take a walk or something. Got some shit to think about. Sure, man. It's cool. I'll see you tomorrow or something. All right. Don't do anything stupid. Missionswiederholung freigeschaltet. Missionspunkte 751 sogar. Highscore. Mhm. Läuft bei uns. Kopferfahrung, Triadenerfahrung, ja, im Moment haben wir wirklich sehr viel Triadenerfahrung, weil wir mit allen möglichen Leuten kämpfen, töten, umbringen. Also da gehen die Stufen schon ziemlich nach oben. So, jetzt sind wir wieder alleine für uns und ich weiß nicht, vielleicht macht Jackie ja doch was Dummes, so wie man ihn manchmal kennt. Manchmal sagen sie ja, ich mache heute nichts mehr, wir sehen uns morgen, dies und das. Und im Endeffekt machen sie doch was Blödes, was Dummes und brauchen dann Hilfe oder so. Na gut, ich sehe, wir haben keine weitere Mission offen. Ich gucke mal auf die Karte. Legen Sie sich schlafen. Andern Tag danach. Alles klar, dann gehen wir wieder schlafen. Ich muss mal gucken, wo wir hier unsere Unterkunft haben. Da oben, da gehen wir dann mal hin. Legen Sie sich schlafen, sicheres Haus, perfekt. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann vom Haus oder vom Bett. Genau, und sehen uns bis gleich. Ach, guten Nacht, mein kleiner Padawan, mein kleiner Kämpfer. Guten Träume, guten Nacht. Mal gucken. Träumt er wieder was? Nein.
Also war der Tag in Ordnung. Aber wer hat versucht, die anzurufen? Keiner? Hm, okay. Komisch. Sonst geht er doch immer an sein Telefon. Way, wir müssen uns treffen. Ich muss dir was zeigen. Alles klar. Jackie. Jackie? Oh my God, Jackie! Ah, fuck! Jackie! Alter! Fucker! Hello, Mr. Shen. Or should I say, Officer Shen. My name is Mr. Tong. Perhaps you heard of me? Fuck you! I'm no cop! Your friend Jackie didn't think so. He was most loyal. But then, I expect you wouldn't have told him anything. You must be a very dangerous man, Wei Shen. Son of a bitch, I'll kill you! Oh, save your energy, Mr. Shen. You'll need it. The last cop I had in this chair lasted almost 48 hours. Would you like to try for a new record? I understand your personal reasons for doing this, your history with the Sun On Yi. You do what must be done. There were rumors. Before I'm done with you, you will confirm them. And then you will die. That's what worries me, Wei. You're one of them. The attitude that makes us strong. Loyalty, discretion. Zhang will be disgraced, and Big Smile Li will be elected head of the Sun On Yi. Call me when it comes around. There's no rush. Bitte? Alter Schwede, Junge, Junge, Junge. Was haben die bitte mit dem gemacht? Ey, das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Holy moly. Oh Gott, wegrobben? Ach du Scheiße, Junge. Dass der überhaupt noch lebt. Ey, Junge, die haben den ja... Die haben den ja richtig zugerichtet. Dem haben sie aufgeschlitzt. Nägel... Ich konnte doch gar nichts drücken. Ich habe da 11 gedrückt. Die haben sie Nägel in die Füße gehauen oder irgendwie. Der hat ins Bein gebohrt. Junge, dass der noch lebt. Okay, auf ein neues. Oh mein Gott, Junge. Puh. Also, das hat mich echt geflasht. Oh, bitte. Boah. Junge, was ein heftiger Mann. Was ein Kampftier. Oh, Junge.
Kann ich die Flex nicht hier mitnehmen? Holy moly. Junge, den haben sie sowas von zugerichtet. Was eine Maschine. Hey, Scheiße, um Jackie tut's mir natürlich leid. Jawoll! Ertrink in deiner eigenen Pisse! Jawoll! So muss es sein. Boah. Puh. Oh, ordentlich. Der verliert aber ordentlich Blut. Wie soll ich die denn jetzt alle besiegen? Jetzt fühlt er sich wieder fit? Yo. Das würde ich auch mal gerne, wenn ich aus der Tür rauskomme, dass ich mich direkt wieder fit fühle. Okay, auf geht's. Way, du schaffst das. Da ist wieder eine Kreissäge. Wen greife ich denn als erstes an? Oh, einen habe ich schon mal. Hat jemand ein Messer dabei oder so? So, bleib liegen. So, den dich nehme ich mir jetzt hier. Oder so. Bleib liegen. Aber einmal Tritt ausgeteilt und einmal die Attacke gehindert. So, die meiste Zeit verteidige ich nur deren ihre Tritte. Perfekt. Jetzt sagen wir mal ruhig hier. So. Der letzte. So, geht doch. Oh ne, jetzt kommt noch mehr. Also so langsam läuft es hier mit dem Kämpfen. So, Sumo-Ring hier einmal. Ja, okay. Nehmen wir die hier. Was? Mit dem Kopf durch die Wand. Das geht immer am besten. Aus der Penta Street ausbrechen. Boah, dass der so noch springen und fliegen kann mit seinen Verletzungen. Also, das ist schon echt. Junge! Boah, dann auch noch so rutschig und nass. Also, das ist schon echt heftig. Hä?
vorhin. Ah, okay. Quatsch! Hä? Das war ja gar nichts. Wo kann ich den denn mal gegenhauen? Das war ja auch nichts. Aber trotzdem tot. Na gut. Wo muss ich als nächstes hin? Ah, hier vorne. Hier sind noch ein paar. Shit! Oh, das ist heiß da drauf. Das ist sehr heiß. Na, magst du vielleicht auch das Heiße da drauf? Quatsch. Ich pack dich auch nochmal aufs Heiße. Du wolltest ja vorhin nicht. Zack. Hau rein. Das war's. Ah ne, du lebst noch. Quatsch. Oh. Ne. Dinger, wie viel halten die eigentlich aus? So, jetzt aber ruhig. Warte, Messi! Oh, shit. Oh, shit. Den muss ich jetzt von hinten attackieren, irgendwie. Junge, wenn der mich einmal sieht, ich bin weg. Ja, das war's. Jawohl. Hau rein. Tschüss. So, haben wir es doch geschafft. Hey, da ist der! Susama, Feuer! Ach, hey, der entflieht jetzt auch noch. Ach, solche Missionen liebe ich auch. Scheiße, bis dahin komme ich nicht. Shit. So, tot. Nee, doch noch nicht. Ja, genau. Komm mal nach vorne, Junge. Das war dein Todesurteil. Treffen meine Scheiße. Aber ich müsste mal ein bisschen nachladen. Oh, kann ich gar nicht mehr. Noch jemand? Ich sag's geil. Wenn man auch weiß, wie man schießen muss und wie man sich ducken muss und und. Viel besser. Schuss, ja, ist genügend. Ja, da ist doch noch was. Da sind auch noch Munition. Okay, nicht viel, aber es geht. Junge, ich liebe solche Missionen. So geil. Das Licht gleich mal ausmachen.
nachladen. Nicht mehr viel Munition. Ja, ich treffe immer nur seine dreckige Hand. Ich kann jetzt nicht mal seinen Kopf zeigen. Geht doch.